Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute mal mit einem Replay vom Death08. Danke erstmal fürs Einsenden. Und zwar mit dem Objekt 261, also Tier 10 Arti. Und ja, hier auf der Map Arctic Region, oder ich glaube, wie heißt es? Polargebiet, genau. Und ja, er lädt hier AP durch, da bin ich gespannt. Ich habe ja die Hoffnung eigentlich aufgegeben, mit AP zu treffen, oder? Okay, mit AP trifft man jetzt nicht. Also AP, HE trifft man gleich oft, kann man so jetzt sagen. Nee, nur ich treffe halt mit meiner T92 nicht mehr so häufig. Deswegen habe ich da AP ja, verbannt aus meinem Panzer. Er hat hier anscheinend noch AP drin, aber andererseits ist das Objekt hier auch um einiges präziser. Und ich bin mal gespannt, was er so raushaut. Weil ich halt echt lange nicht mehr mit AP geschossen habe. Und AP haut schon echt rein. Das ist. Also früher war es schon so mal 2000 Schaden. Das war schon geil. Muss dann natürlich gucken, AP, wenn man nicht durchkommt, macht man dann durchaus mal gar keinen Schaden. Oh. Da ist er durchgekommen. Tausender Hit. Hat sich also gelohnt. Da will ich mit der T200 zum Beispiel eher HE oder Premium HE am besten benutzen. Und dann dazwischen schießen, also auf den E100, um dann möglichst viel Splash auch noch an die beiden Panzer daneben zu machen. Wie ihm gestern im Stream schon erwähnt, ich habe dadurch mal 2.000, 3.000 Damage gemacht. Weil ich da halt schön 3, 4 Panzer in einem Pulk hatte. Und da halt echt schön drauf schießen konnte. Aber ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht. Sorry. Ich guck mal eben, was der hier an Durchschlagskraft hat. 360, das ist natürlich auch ganz gut. Müsste ich eigentlich mal wieder ausprobieren. Weil so schlecht ist meine Hit-Ratio, also Trefferrate jetzt gar nicht so bei der T92. Aber da müsste ich mal testen. Ah, trifft schon echt wenig. Aber wenn man dann trifft, Alter, das wird echt Schaden machen. Aber bei meinem Glück würde ich dann wahrscheinlich nicht durchkommen. Das passiert dann, wenn wir nicht durchkommen. Da hätte ich sogar fast den E75 da vorne genommen. Da hätte er besser drauf schießen können und er wäre durchgekommen. Das ist halt das Problem bei AP. Er kommt da, oder kommt man durchaus mal nicht durch. Wenn man dann noch einen Reload von 45 Sekunden hat und eine Einzelzeit von 10 Sekunden, dann kann das blöd werden. Wenn man dann den Schuss trifft, aber halt nicht durchkommt. Ja, weil mit jedem anderen, mit einem High-Schuss hätte man wenigstens, hätte man vielleicht auch 1000 Schaden gemacht. Das ist ja. Aber so wie ich das gerade so sehe, muss ich unbedingt heute mal im Stream testen. Das sieht echt böse aus, weil hier 3 Schuss, 3000 Damage. Andererseits hat er jetzt auch schon 3 Schuss in Folge getroffen, was ich so gut wie nie habe in der Arti. Aber vielleicht bin ich dafür einfach auch zu schlecht. Das kann natürlich auch sein. Guck mal, ob er jetzt durchkommt. Noch ein weiteres Problem bei AP. Man kann auch einfach nur die Ketten wegflexen. Ist dann fast genauso kacke. Aber ich muss mir hier die Stelle mal merken. Die ist echt geil. Das ist echt eine schöne Stelle. Ich muss nur. Ja, das ist natürlich Objekt hier. Das ist wesentlich schneller als das. Also viel schneller als das. Also die T92, die wurde ja angepasst von der Geschwindigkeit. Da das historisch nicht korrekt war. Die vorher, ich glaube, 30 auf gerader Strecke. Oder so. Ich bin mir nicht sicher. Oder 35 sogar. Jetzt fährt die, glaube ich, gerade mal 25. Boah. Ist ein bisschen blöde, weil das Teil dann echt extrem lahm ist. Aber wenn es historisch korrekt ist oder korrekt sein soll, mich stört es auch nicht ganz so stark. Passt das, finde ich auch. Bin überrascht, dass es weiter bei der Maus mit AP versucht. Obwohl er da jetzt schon einige Male Probleme mit den Schüssen hatte. Da würde ich halt echt HE benutzen. Schön E100 wegflexen und dann halt die Maus nochmal 200, 300, 500. Damage machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage das Teil hier macht. ATE 100, ja. Da ist er ja auch drauf.
Muss er noch durchkommen und treffen. Das war jetzt natürlich perfekt, dass er da getrackt wurde. Und jetzt Hai, ja. Ja. Wenig HP hat er noch. Maus wird ihn wahrscheinlich jetzt wegbrezeln. Ja. Brezel, Brezel, Brezel. Sieht aber sogar ganz gut aus. Ich muss mal eben checken. 14.000 Gefecht, okay, da hat man auch einiges an Erfahrung. Das, ja. Wie gesagt, danke fürs Einsenden. Bin ich glücklich drüber, dass mal so ein Replay kommt. Weil ich den Panzer auch nicht so oft ja auf dem Channel habe. Und ich kriege zurzeit recht viele Einsendungen, das finde ich auch gut. Frag mich gerade, deswegen lädt das nicht nach. Naja. Finde ich gut. Wie gesagt, bitte Leute, fragt mich nicht, ob ich das Replay gesehen habe, ob ich es nehme oder so, weil das weiß ich nicht. Und ich habe auch gesagt, früher auch da antworte ich nicht drauf. Und das werde ich in Zukunft auch nicht machen, weil das einfach... Ich, ja, wollte nur mal klarstellen, wie gesagt, da werde ich in Zukunft auch nicht antworten drauf. Weil ich kann nicht jedes Replay, wenn es eingesendet wird, kurz drüber gucken. Ich gucke da vielleicht drüber für die Statistik, aber ich kann es mir nicht komplett angucken oder so. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ob ich es nehme. Weil, wenn ich eins brauche oder nehmen werde, werde ich das einfach so sporadisch einfach so... Pff, Kusha, Postkasten, das hast du. Das ist schön, das nimmst du. Dann habe ich das. Genau. Deswegen kann ich das nie wirklich sagen, ob ich euch eure Spitzel nehme. Deswegen, ihr könnt das hoffen, aber bitte nicht nachfragen. Sonst, ich kriege zurzeit echt 8 bis 10 Replays täglich und könnt euch mal vorstellen, wenn dann 8 bis 10 Leute mich täglich fragen. Plus die, die dann gestern gefragt haben und heute nochmal fragen wollen. Und naja. Aber danke fürs Einsehen. Jetzt kommen auch einige exotische Panzer in Anführungsstrichen. Als Replays finde ich gut. Wie gesagt, wenn ihr euch fragt, ob ich das Replay eventuell nehmen werde, dann guckt einfach, ob das Replay oder ob dieser Panzer. Respekt. Ob dieser Panzer schon oft auf meinem Channel war oder überhaupt auf meinem Channel war. Das könnt ihr ja ganz einfach machen, wenn ihr den Panzernamen habt und dann einfach auf Suche geht und eingibt. Und dann, ja, weil zum Beispiel so Löwe, Jagdtiger würde ich jetzt eher nicht nehmen oder generell Panzer, die ich selber habe. Außerdem sind halt echt Replays, wo abnormal viel Damage gemacht wurde. Also so richtig viel oder so ein richtig gutes Gefecht, recht knappes, dann schon. Aber ansonsten eher Panzer, die ich nicht habe. Deswegen, das ist ja das, ja, weswegen... ich dieses mit dem Replay, sagen wir, Aktionen ins Leben gerufen habe, damit ich halt auch mal Panzer zeigen kann, die ich nicht habe. Weil das hat ja angefangen mit dem von wegen, ja, wird langsam langweilig, hast dann immer nur die gleichen Panzer. War auch in so einer Phase, wo ich nicht wirklich viel gelevelt habe. Ich spiele ja jetzt wieder ganz recht viel, so um die 150 Gefechte in der Woche. Und ja, ich weiß, es gibt viele von euch, die sicher mehr spielen. Ja, aber da habe ich dann gedacht, ja, sende mal was ein. Ja, und seitdem mache ich das irgendwie, wenn ich denke so, welchen Panzer nimmst du jetzt? Und dann gucke ich mal immer meine Replays durch. Für mich halt auch irgendwie ein bisschen entspannter, weil... ja. Manchmal habe ich auch Zeitdruck, das ist dann eigentlich am besten, weil... ja, Zeitdruck, dann spielen und dann, na, blödes Match, da ist ein bisschen ungeraged, könnte man sagen. Und, da dann nochmal aufnehmen, das dauert dann halt echt lange. Das kann lange dauern. Und deswegen bin ich glücklich darüber, dass ihr mir Replays ersendet. Ja, das Match ist fast zu Ende, die Maus lebt noch. Der fahrende Bunker. Das ist, aber ich finde die Maus leider gar nicht mehr so stark. Aber das ist halt das Problem, das Spiel wird immer schneller. Da kommen die alten Panzer mit. Teilweise nicht mehr hinterher. Oder vielleicht irre ich mich auch noch. Naja,
Das war's. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Einsehen. Jetzt gerade die letzte Maus. 6173 Schaden. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ihr bekommt gleich die Bilder. Und ich würde sagen, noch was anderes. Bis gleich. So. Ja, ihr habt gerade das Replay gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt die Auflösung vom Gewinnspiel oder kleinen Gewinnspiel mit dem Aikaramba von wot-com.de. Das Ganze ging jetzt etwas über eine Woche. Wie gesagt, Sonntag hier ist jetzt Auflösung. Es gab 63 Teilnehmer, wobei ich jetzt auch einen Zwei-Kommentare geschrieben habe, deswegen ich gehe mal so von 50 aus. Das heißt, eure Chance ist hier auf jeden Fall relativ groß. Gibt zwei Codes, jeweils 1000 Gold plus ein Tag Premium. Und ich würde sagen, wir losen das Ganze jetzt aus. Ich benutze hier eine kleine Seite. Suadeo. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ja. Ja. Benutze ich und ich würde sagen, wir schauen mal, wer den ersten Code gewonnen hat oder gewinnt. Dauert jetzt etwas, der sucht jetzt hier gerade einen Kommentar raus. Robin Budokai. So, jetzt suchen wir das Comment mal eben. Da haben wir ihn. Macht echt immer Fun, deine Videos anzuschauen. Weiter so. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich für den ersten Code. Und ich würde sagen, wählen wir oder würfen wir den nächsten aus? Ja, das kann ja wohl jetzt nicht stimmen. U9815. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du hast den nächsten Code gewonnen. Und hier haben wir ihn schon. Zweite Runde war viel schöner anzusehen. Ja, das war sie. Auch an dich. Herzlichen Glückwunsch zum Code. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich werde gleich die Nachrichten versenden. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tödle.